Willkommen zurück zu die unendlichen Geschichten des Farmlebens. Ja, das trifft's ganz gut. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, Chi. Oh, wir können Alter. Rosen anbauen. Guck mal. Unglaublich. Was haben wir eigentlich für neue Sachen noch bekommen? Wir können jetzt, was ist das? Rote Goji-Beeren. Und was Oh, ist neue das? Bäume. Und Gurken. Verdorrter Baum. Bäume. Was ist das denn? Verdorrter Baum. Hä? Ja. Da kriegen wir Pilze. Pilze. Ernsthaft? Ja, da wachsen Pilze ran. Ja, cool. Oh mein Gott, geh auf Tiere. Huacaya-Alpaka. Ja, gut, aber ja, das kommt. Erstmal kommen Kühe und sowas alles noch. Ne? Also, wenn wir irgendwann mal genug Diamanten haben, um uns eine Farmerweiterung zu kaufen, dann werde ich da erstmal Fetttiere anpflanzen. Ja, das sollten wir vielleicht relativ flott überlegen, Ja. weil wir an Gebäuden so einen Milchstand und sowas kaufen können. Ein was? Milchstand und Käserei. Ja, habe ich auch gerade schon. Habe ich letzte Folge sogar schon gesehen. Oh, Rosmarin können wir noch holen. Käserei, da kriegen wir, dann können wir nämlich Milch verkaufen, um Käse zu bekommen. Das ist ja ähnlich sowas wie diese Fruchtpresse. Nur halt mit Milch anstatt mit Obst. Das hast du schön gesagt, ja. Hä, was denn? Wunderschön Fruchtpresse? festgestellt. Hä, ja? Muss ich das jetzt verstehen? Alles gut. Ich habe wahrscheinlich wieder jetzt irgendwas Falsches gesagt und Nein, verstehe es gerade es hat sich nicht. nur lustig angehört. Ja, okay. Aber Weil sonst hat wir es brauchen auch fehlt. erstmal noch einen Milchstand und solche Sachen, ne? Das kommt ja auch alles noch. Es gibt so viel. Viel zu viel. Pass auf, du bist am Ernten gerade? Jo. Pass auf, da mache ich doch gerade mal mit hier. Der Salat hier von unten ist fertig und dann würde ich nämlich auf diesem Feld nochmal wieder ein paar neue Windmühlen anpflanzen. Damit wir dort auch nochmal vorankommen. Hier, Windmühlen, 20 Minuten. Warum warum leveln denn diese scheiß Steckrüben nicht? Oder ernte ich gerade gar keine Steckrüben? Ja, die sind doch gerade gelevelt. Echt? Ja, bei mir hat er gerade angezeigt, neues, also ich weiß jetzt nicht welches Level, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber auf jeden Fall neues Level. Okay. Ups. Bis ich. Deine Aufmerksamkeit spricht Bände, Chi. Ja. So. Yeah, hier schneit wieder. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt sieht wie gepudert aus. Es schneit, das müsst ihr einfach sehen. Kommt mit, wir wollen rodeln gehen. La 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 la. Bitte? Was pflanzen wir denn wieder an? Salat? Fragezeichen? Oder Steckrüben? Steckrüben, würde ich sagen. Okay. Dann machen wir Steckrüben. Brumm, 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 brumm. Steckrüben, 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 Steckrüben. Lalalalalalalalala. Brumm, brumm. So, kann ich denn hier. Ich bin gerade hier oben. Oh, ich mach mal Fische, die sind auch wieder reif, die Fische. Okay. Sind richtig schön fett geworden. Ja. Schon Die haben aufgelevelt. ganz viel Liebe gemacht, die Fische, und jetzt gibt's wieder viele. Okay. Ich sage dazu nichts weiteres. Muss das denn? Nee. Ich glaube, das hat schon jeder verstanden. Ach lol, ich pflanze gerade gar nicht. Ja, du bestellst die Felder nur, ne? Ja. Das ist mir auch schon passiert. Ich fahre da so schön. Das hatte ich ja heute noch mit den Windmühlen, wo ich gedacht habe, hä, die sind so günstig, da steht, die kosten 300, und dann habe ich festgestellt, oh, ich habe ja nur Felder angelegt. Jetzt habe ich gepflanzt. So, hey, wir haben bald 400 Diamanten zusammen, Chi. Ja, dann können wir uns die Landerweiterung kaufen. So, Fische verkaufen und Gemüse verkaufen. Bitte? Für die Tiere dann. Ja, genau. Süden. Also würde ich sagen, für die Tiere. Ja. Es sei denn, du legst dein Veto ein und sagst, wir brauchen aber unbedingt als nächstes erst Fische oder whatever.
Nee, nee. Apropos Tiere, die sind auch wieder reif. Dann kann ich die Tiere ernten. Huch, ich habe Gold gefunden. Natürlich. Ist wie im richtigen Leben. Aber wir haben kein Geld mehr. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ja, da vorne ist auch wieder was fertig. Ich brauche aber erst Sprit. So. Yay! Ah, guck mal. Ja, stimmt, die sind jetzt gerade wieder aufgestiegen. Ja. Die sind auch gleich wieder. Ah, wobei, nee, jetzt kommt wieder Salat. Da! Ich bin aufgestiegen. Du bist aufgestiegen? Oh, nice. Ja, dann sehen. Ist auch fertig. Ding, 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 ding. Yay! Okay, so, schon wieder so viel Gemüse, Alter. Ist jemand fertig? Sehr schön. So, wir haben 400 Diamanten zusammen, Chi. Yay! Soll ich Landerweiterung mal kaufen? Ja. Okay. Dann mache ich mal hier im Norden, oder? Ja. Möchtest du dieses Land zu deinem Eigentum machen? Das kostet 400 Diamanten. Sie. Was gibt's denn da eigentlich Schönes? Was ist das? Das hier sind Blaubeeren. Und hier? Tomaten. Lol, die brauchen wir sogar. Ja, guck mal. Ha. Das haben wir hier. Bananenstaude. Die brauchen wir nicht. Bringt das nicht so viel. Gut, die Felder müssten vielleicht dann nochmal irgendwie weg. Die brauchen auch nur noch eine halbe Stunde. Dann überlege ich jetzt mal, wie baue ich das denn mal? Ich nehme hier erstmal eine Scheune mit. Packe ich mir eben über die Schulter. Und dann würde ich die vielleicht mal hier hinstellen. Ups. Quest abgeschlossen. Yay. Gelbe Paprika und Plymouth Rockhuhn. Alles klar. Dann weiß ich, was ich auf jeden Fall für Hühner machen werde. Oder können wir die überhaupt schon machen, die Plymouth Rockhühner? Ich glaube schon. Ja, das sind die schwarzen. Ach, da oben. Ach, jo. Lol. Das Zeug, was wir für eine Quest brauchen, hat rechts oben so ein Clipboard. Das fällt dir nicht erst jetzt auf, oder? Nein. Gut, weil das ist mir nämlich schon vor keine Ahnung wie langer Zeit aufgefallen. Aber ich, wenn du das auch schon gesehen hast, dann ist alles gut. Mhm. Ja, alles wird gut, Chi. Alles wird gut. Ich freue mich halt immer. War also ganz erstaunt. Boah, da kann man das und das sehen. Ja, das hatten wir schon vor 10 Folgen. Ja, ich brauche halt da länger. Dafür habe ich öfter was zum Freuen. Aber mir immer vorhalten, das habe ich aber letztens schon gesagt. Hörst du mir nie zu? Ja, das ist was anderes. Ach so, okay. Ich sag nichts. Da bin ich diejenige, die es vorwerfen kann. Okay. So, dann mache ich hier mache ich überall die Hühner hin. Jetzt muss ich die ganzen Felder einzeln erstmal umpflanzen. Nein, ich nehme den Trecker nicht. Also mit dem Traktor kannst du mehr umpflanzen. Das ist mir zu schade um den Sprit. Ich brauche den Sprit für Felder. Damit wir noch mehr Geld kriegen, damit wir noch gieriger werden können. Huch, das Huhn ist einfach durch die Luft geflogen. Was machst du denn mit unseren armen Hühnchen? Weiß ich nicht, das ist einfach mal so weggeglitscht. Das arme Hühnchen. So. So, und jetzt haben die anderen Hühner das andere Huhn wieder weggehauen. Also, das sind voll die Rambo-Hühner. Mobbing. Wir können wieder Silo verkaufen. Da kannst du nur kaufen, nicht verkaufen. Ach scheiße, stimmt, den Fehler habe ich schon mal gemacht, ne? Ja. Ja, wenn du es als Fehler bezeichnen möchtest, also. Egal. Wir haben ausnahmsweise gerade wieder ein kleines Geldpolster. So, das sollte mit den 10 Feldern. Also ich würde. Mein Ziel ist es, von jedem Tier insgesamt 10 Felder zu haben. Für den Anfang erstmal. Aber dimensionier es schon mal deutlich größer. Ja, also irgendwann möchte ich gerne die 0 dranhängen.
Ja. Pro Tier? Also irgendwann kriegt jedes Tier einfach einen solchen Abschnitt hier auf der Farm. Ich glaube, das ist realistisch, oder? Wenn du voll haben darf, ja, dann kannst du auch deine Tiere da reinhauen. Ja. Aber wir haben kein Geld mehr. Jetzt haben wir noch weniger. Toll. Jetzt, ich wollte gerade das Essen ausgeben für die Hühner. Müssen die halt Hunger leiden, weil die Ski wieder so gierig gewesen ist. In 4 Minuten sind die Steckrüben fertig. Alles gut. Haben wir noch gerade so einen Hühnerstall, den ich kaufen kann? Wo ist denn der? Was kostet denn der? Da, 24 Diamanten. Oh, wir haben genau 24 Diamanten. Schnell! Völlig unnütz, aber ich habe ihn jetzt einfach mal dreisterweise schnell gekauft. Ja, kauf du nur. Wow, guck dir jetzt mal unseren Stand an. 8 Gold, 0 Diamanten. Wir haben es weit gebracht. Ich muss schon sagen, wir sind schon krass. Auf jeden Fall. Also ich bin ja nicht nur leicht, ich bin hart stolz, doch. Ja, ich muss sagen, für die paar Folgen, die wir erst spielen. Wir hätten vielleicht noch ertragreicher sein können, wenn wir gewisse Fehler nicht gemacht hätten, aber also wenn man es als Fehler bezeichnen möchte, wir hätten halt Wir müssen ja noch lernen. Ja. Sind Farmer in der Ausbildung. Ja, und ich sag mal, am ersten Tag kann man auch noch nicht alles direkt. Also ich finde uns schon, das, was wir geleistet haben in 2 Aufnahmesessions, ist schon erstaunlich. Und es geht ja auch um die dekorativen Sachen. Das darf man nicht vergessen. Okay, was ich mit dem Trecker gerade mal machen würde, ist hier oben mal Felder umsetzen. Weil die passen hier oben einfach nicht hin. Dann würde ich die einfach mal eben zu unseren anderen Feldern rüberrotzen. Rüberrotzen? Rüberrotzen. Okay. Rotz mal schön. Kann ich denn... Hä? 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 Was los? Ich bin verwirrt. Wie kann man Felder umsetzen? Musst du vorher erst irgendwo anders neue Felder bauen und dann das, was drauf ist, umsetzen? Oder kann nee, du darfst nur, während du das fährst, nichts anderes drücken. Habe ich ja nicht. Okay. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Okay. Mach nochmal. Markiert. Aber ich kann es nicht. Er zeigt mir immer nur rot an. Ich probiere es gerade mal eben bei den Feldern, die wir da hinten haben, die glaube ich gerade leer sind. Ah, okay, hier geht's. Man muss bestellte Felder schon haben, um die umziehen lassen zu können. Ah. Alles klar. Wieder schnell eine Marmelade holen. Okay. Oh, ich kann mal gerade ein bisschen Geld für das Essen der Hühner wieder ausgeben. So. Juti, dann mache ich hier nochmal eben die weiteren Felder umziehen lassen. Alles sind gleich fertig, das ist schön. Kann ich wieder ganz viel ernten. So. Was machen denn unsere Windmühlen, sag mal? Ah, die brauchen noch 7 Minuten, okay. So, zack, zack. Steckrüben, juhu! Zack, zack. Obwohl
ich mir jetzt nochmal eben das Feld da vorne. Die letzten drei. Es ist so langsam, wenn du mit dem Trecker über Land fährst einfach. Aber hier, die Straßen sind ja halt noch nicht erschlossen, deswegen dauert das noch. Ja, wir haben irgendwie noch kein gutes Straßensystem. So. Naja gut, das Straßensystem an sich ist ja nicht verkehrt, aber hier hinten halt in dem, was wir jetzt neu gekauft haben, in dem Gebiet, da ist halt noch nichts, ne? Ja. Könnte etwas dauern, bis es soweit ist. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Dann kann ich wieder ein paar Felle umziehen lassen von den Hühnchen. Wie habe ich denn hier? Ich muss hier noch sowieso ein paar kaufen, weil das sind nur 6 Stück. 1. Wie lange das dauert von Hand zu Hand, wenn man den Trecker gewohnt ist. So ist die gehören jetzt zusammen. Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir können uns bestimmt, weil wir sind ja auch aufgestiegen levelmäßig, können uns bestimmt neue Trecker holen. Das kann durchaus sein, aber gut, ist ja nicht so dramatisch zwingend notwendig. Ja. Wie habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achso, 19. Ja, okay, das passt. So, das waren hier diese, die New Hampshire Hühner. Hä? Hab ich jetzt die richtigen? Hab ich jetzt... Hä, das ist falsch. Warum? Ich hab das... Hä, ich hab das richtig angeklickt. Ist der doof? Läuft bei dir. So wie es anhört. Hierhin. Okay, so. Jetzt muss ich hier nochmal einen Zaun zwischenbauen. Nämlich, glaube ich, so einen rustikalen Zaun. Ich glaube, der sieht am besten aus bei so Hühnern. Mhm. Ich muss jetzt ganz schnell Steckrüben anpflanzen, sonst ist die Jahreszeit wieder vorbei. Oh, das ist nicht so gut. Wieder auf Kohl umsteigen, nicht auf Kohle, auf Salat umsteigen. Hä? Mich verarschen, hier geht das nicht, oder wie? Hast du Probleme? Muss ich da ein Feld zwischen freilassen? Naja, was heißt Probleme? Ich muss es halt noch einmal eins umziehen. Oh, wir haben kein Geld mehr. Ich weiß nicht. Ich habe gerade nichts gebaut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte eher, mein Sprit wird leer, bevor das Geld leer wird. Hm. Ärgerlich. Gut, gehe ich ein Blümchen gießen. Bäume könnte ich auch noch gucken. Abgeerntet. Hier sind die ganzen Dekornhühner. Die sind doch alle bunt durchgemischt. Ich habe die gerade auseinandergebaut. Jetzt laufen die Hühner alle so ganz langsam rüber in ihr eigenes Feld. Nein, da ist ein Hühnchen, das steht vorm Zaun. Das kommt da nicht durch. Das sieht aber bestimmt lustig aus. Nein, das sieht bescheuert aus. So, jetzt habe ich es weggeschoben. Jetzt ist es wieder zu Hause bei seinen Freunden. Sieht so bestimmt lustig aus. Jetzt muss ich den Zaun auch wieder richtig rumbauen. Ja. Super, machst du das? Tada!
Hoppala. So. Wir haben keine Diamanten mehr. Noch 8-mal Landschwein. Oh, da ist auch noch eine Quest. Okay, so, was haben wir denn noch so Schönes auf der Agenda? Wir brauchen immer noch eine Möglichkeit, wie wir diese komischen Golfschwengel-Dinger wegkriegen. Die Golfschwengel-Dinger? Ja, die von den Raupenbäumen da kommen. Die Maulbeeren. Was für dich aussieht wie Golfbälle. Ach so. Deswegen die. Also ich hab da. Ich würde es Pusteblumen nennen, aber du warst ja eher so auf den Golfball mit Schwengel. Ja, für mich hat es ausgesehen wie ein Golfball. Mhm, mit dem Schwengel. Und es sieht genau so aus, meine Hand schläft ein. So eine Kacke. Was? Wenn man sich das umsetzt, die schläft gerade ein. Wie kann denn die Hand einschlafen? Ja, frage ich mich auch gerade. Jetzt hätte ich fast meinen Fingernagel abgebrochen. Oh Gott, ey, sonst noch Probleme? Nee. Gerade nicht? Nee? Nee. Okay. Also ich muss mehr trinken, sonst kriege ich Kopfweh, aber sonst läuft's. Da habe ich tatsächlich nicht so das Problem mit, aber... So. Alter, das nee, klingt mal... Ich kriege von der eigenen Stimme Kopfschmerzen. Das klingt bei dir immer so, dieses gluck, gluck. Ja. So, hier kann ich jetzt leider nicht so gut was hinbauen. Dann ziehe ich schon mal die Scheune, lasse ich die Scheune schon mal umziehen. Dann würde ich gerne hier einen Weg zwischenbauen und dann hier. Jo, oder Zucchini? Zucchini oder Salat? Salat. Salat. Aber Zucchini bringt mehr. Echt? Mehr Ertrag? Mhm. Tatsache, ich dachte, 35. Die bringen nur 20 oder sowas. Nee, 35. Ja, dann Zucchini. Okay. So. Zucchini dauert aber, glaube ich, 5 Minuten noch länger, ne? Mhm. Okay. Aber deswegen kriegen wir trotzdem nicht mehr Geld durch einen Salat. Weil der auch halt 10 Minuten dauert und nur 15 bringt oder 17 oder so. Salat bringt 30. Kostet 15 und bringt 32. Ja, also 17 Ertrag. Also Gewinn. Ja gut, wenn du das so rechnest, dann ist bei den Zucchini wahrscheinlich auch. Hier 120, 155 bringt's. Also ist auch nur ja. 35 Ertrag. Ja, das rechne ich doch schon die ganze Zeit so. Ja, ich ja auch. Und deswegen sage ich ja, dass der Salat auch 30 bringt. Nee, 17. Zwischen 15 ach, ja, und ja, entschuldige, ja, ja. Ja, waren... Ich bin zu dumm zu rechnen. Nein, du hattest vollkommen recht, es war mein Fehler. Du bist ein Mathe-Ass und ich möchte mich dafür vielmals entschuldigen. Ja, du hast mich verwirrt. So, die Plymouth-Rock-Hühner muss ich jetzt auch noch machen, aber kostet ein so ein Kackhuhn einfach mal 3200. Und wir haben 267. Wow. Wow. In 15 Minuten haben wir wieder mehr. Weil die Steckrüben kommen auch bald. Ich muss mich nochmal umsetzen. Dieses eine Hasenfeld hier. Und diese eine Scheune, die jetzt noch da mitten in der Walachei steht. Das ist alles halt noch nicht so ganz fertig. Also in 3 Minuten hast du wieder Geld für deine Hühnchen. So, ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen Diamanten geholt, damit ich den Zaun weiterbauen kann. Du kannst gleich weiter Zaun bauen. Ja. Wo sind wir jetzt? Bei wie viel von wie viel? Müsste ja nicht rechts dort stehen. Bei mir steht 180. Rechts im Moment nichts. Okay, 186. Dann steht das nur bei mir. Ja, ich glaube, das ist nur bei dem, der abbaut. Rustikaler Zaun.
immer richtig rumbauen. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die haben da Probleme. Beziehungsweise die haben es nicht gesehen, sagen wir mal so. Die haben einen inneren Monk. Ich meine, mich stört sowas ja auch. Oh, Hortensien. Ja. 100-Jahr-Feier. Wie viele Hortensien haben wir denn? 2. Du, wir kommen voran. Ich weiß. So, ja, und dann. Zack. Ich drücke immer auf, was ihn auf C anstatt auf V. Was ist denn, wenn ich jetzt. Kann ich das hier hinsetzen? Das würde gehen, okay. Ja, nein, wollte ich gar nicht. Was? Nee, alles gut, das Okay, die Dinge müssen eigentlich gleich fertig sein. Wir müssen die Folge beenden. Ja, du hast recht, Tatsache. Ich überlege gerade noch, soll ich das direkt aneinander bauen? Sieht das schön aus, oder wenn ich da einen Gang zwischen frei lasse? Ich lasse besser einen Gang frei, dann könnte man, wenn man irgendwann nochmal weiter in eine Richtung erschließt, dann da noch ein paar Felder hinmachen, wie auch immer. Ist letztendlich ja egal. Okay, ja, von mir aus können wir. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge übermorgen. Ja. Ja, tschüss, ne? Ja, ciao.